Hallo YouTube und Fans des Build & Craft Survival Genres zu einem neuen Test angespielt. Freunde, ich habe wieder was mitgebracht. Das Spiel heißt Moon Farming, ist momentan in der Alpha-Version und soll 2022 erscheinen, stammt vom Entwickler Simularm und wird gepublished von Playway SA. Die sind ja bekannt für verschiedene Simulatoren. Worum geht's in dem Spiel? Naja, im Grunde genommen, was machen wir? Wir sind auf dem Mond angekommen und müssen da eine Basis bauen und überleben. Und genau da tun wir jetzt nämlich auch. Gehen wir mal in den Singleplayer rein, wählen neues Spiel, nennen das Speichern 1 und machen Start. Welcome to the moon. It's a whole new experience on this planet. You'll get used to it in no time. Well, not like you have a choice. You're stuck there for the rest of your life. Okay. Ja, Freunde, damit sind wir angekommen auf dem Mond. Nochmal hier vorne weg. Das Spiel ist wirklich noch eine harte Alpha, schätze ich mal auch eine Tech-Version noch. Daher sind noch viele, viele Sachen nicht implementiert. Da wird es auch wahrscheinlich einige Bugs noch geben. Es ist jetzt noch ein rudimentäres, also sehr rudimentäres Gameplay, aber es sieht auf jeden Fall interessant aus und sollte man auch im Auge behalten. Und ihr könnt das natürlich auch schon spielen, da gibt es momentan die Demo und wenn ihr dann noch ein Survey, also quasi eine Umfrage oder ein Feedback ausfüllt, dann wissen die Entwickler auch, was man und woran man arbeiten kann. Wollte ich mal nur so vorweg sagen, jetzt aber weiter. I am kidding. You were sent here to build a colony for humans, so that in the future we can populate and live on other planets and moon. So, for all humans to survive on the moon, you will need to have basic stuff like water, air, and food. Correct? For that reason, we need to cover those needs. We have some old base not far from here with some tools there which can be helpful for you. You can use a rover near you to drive to that old base. Don't worry, you can drive as fast as you want. We don't have here police radars yet. And yeah. And you can press T-Key to show the waypoints. Ja. Da sind wir ja angekommen, wie ihr auch schon gesehen hattet. Das Video war auch noch nicht so performant. Aber es ist ja auch noch alles in der Entwicklung. Da wird noch wahrscheinlich viel getan werden. Sieht auf jeden Fall wirklich
sehr interessant aus. Ah, wie ihr seht, da ist die Erde, wir sind auf dem Mond und jetzt sollen wir auf jeden Fall erstmal eine Kolonie aufbauen. Das heißt, wir sollen die alte Basis erreichen und erstmal einen Rover kassieren, der hier irgendwo rumsteht. Ah, da seht ihr, da ist er schon. So. F drücken. Und dann können wir auch schon los. Was ich halt schon ziemlich cooles Feature finde, ist zum Beispiel, dass sich die Ziele, dass sie immer verschwinden. Man muss also ab und zu mal die T-Taste drücken, damit man weiß, wo man hinfährt. Oh. Ah, ja, auf dem Mond ist weniger Erdanziehungskraft. Kann auch um das Auto herum zoomen, drehen. So. Halt, hier nicht lang. Da kommen wir nicht lang. Da würden wir eher gegenknallen. Also ihr hört auch die Geräusche. Es sind auch die Standardgeräusche. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Max und Autofahren. Macht euch keine Sorgen. Im realen Leben fahre ich viel, viel besser Auto. Ja, da ist die alte Basis. Da parken wir erstmal. Was ist das? Ja, was ist das denn? This is the old base from our last trip to the moon. Still, it is in good shape and you can find some nice stuff inside of it. And yeah, I bet you are wondering why this Cybertruck is here. Well, one of famous technical guys from Earth has a hobby to shoot different cars into the space. That's why one of his cars landed here. And yes, be careful, maybe some other car can fall down from the space. Ja, jetzt wissen wir, warum das Auto hier ist. Anyways, there should be some basic supplies in it, such as a bed, container, electrical furnace, water, oxygen tank. Should be enough for you to get the life support systems online. Now head inside and use the computer to... Gut, also erstmal hier in den Pickup einsteigen. Okay, der hat überhaupt keine Geräusche. Aber mit dem kann man auch fahren. Ui, so. Okay, rechts unten haben wir Leben, Essen, Trinken, Sauerstoff und Rennen wahrscheinlich. Das ist unser Inventar mit der Tab-Taste. Gehen wir doch mal die alte Basis besuchen. So, talk to the commander. Glad to see that you've made it safely to the base. There is some stuff in the container that'll help you get started. First things first. You need to build a solar panel and water extractor so you don't die of dehydration. Solar panels will produce energy and water extractor will get some dirty water from the moon. Let's start with a solar panel first. Take the building plan from a container and some iron bars. Equip the building plan by placing in the inventory and dragging to quick slots. Now go outside and build your first solar panel. Now go outside and build your first solar panel. The solar panel... Okay, also wir sollen das Solarpanel sollen wir bauen und wir sollen das direkt in das Licht ausrichten. Ah, okay, und das Solarpanel erzeugt Batterien alle zwei Minuten. Oh yes, I forgot to say how to build actually. Select your building plan. Okay, Bauplan. So, enough instructions and let's build the... Okay, das erste Solarpanel. Wir nehmen mal, das sind quasi unsere Baupläne wahrscheinlich, das sind unsere Eisenstangen. Oh. Wir müssen was trinken. Da ist eine Wasserflasche. Wo kommt das hin? Hier? Nee, kommt nicht. Da kommt's hin. Sauerstofftank dahin. Gut. Okay, den Rest brauchen wir, glaube ich, noch gar nicht. So, und wie rüsten wir das jetzt aus? Ja, so, ne? Okay, wir müssen erstmal was trinken. Rechtsklick drauf, benutzen wahrscheinlich, ja. Boah, der schlürft aber hier ganz schön. Was weg. Erstmal Spawnpunkt erstellen. Neuer Spawnpunkt erstellt.
So, wir sollen jetzt hier ein Solarpanel bauen. Rechte Maustaste. Sonnenkollektor, hier, gut. Das Licht ist direkt da. Heißt, wenn wir den hier hinstellen. Aber wir sollen ja nur erstmal einbauen, ne? Hat er ja gesagt. So, gehen wir mal zurück zum Commander, mal gucken, was er jetzt sagt. Excellent. Now build a water extraction. Okay, eine Wasserextraktionsmaschine sollen wir jetzt bauen. Es gibt Wasser auf dem Mond, ja, bei speziellen Kratern und so weiter und so fort. Überprüfen Sie Wikipedia. By the way, do you know, why does water never laugh at jokes? It isn't a fan of dry humor. Ja, super. Warum lacht Wasser nie über Witze? Es ist kein Fan von trockenem Humor. Okay, select building plan from the menu and repeat the step. And again you will need to wait 2 minutes. Don't waste more time. Ja, verschwende nicht noch mehr Zeit. Wenn mich der Commander nicht aufhalten würde, dann würde ich auch nicht noch mehr Zeit verschwenden. Also wir sollen einen Wasserextraktor bauen. Heißt wieder Bauplan. Habe ich doch auch gesehen hier. Was ist das? Wasserextraktor. Gehen wir mal hier hin. So. Gehen wir wieder zurück. Okay. Great, while the machines produce the resources, you can build an oxygen extraction machine along with a water filtration plant. So, we will use a water from the moon to convert them into drinkable water and oxygen for you to breathe. Those machines you need to build inside of the base. So go there and start building them. And finally, to make them work, you will need to input in them batteries which you are getting from solar. Oh god. I think you are tired now from all those instructions. Let's start. Gut, wir sollen jetzt eine Sauerstoffverarbeitungsanlage und irgendwie was anderes noch bauen. Aber das können wir nur hier drin und dies braucht Batterien. Heißt also, die Batterien kriegen wir ja von draußen, von den Solarkollektoren. Ah ne, da ist es ja. Gut. Und wir sollen jetzt hier eine Wasserfilteranlage bauen. Ja, eine Wasserfilteranlage, hat er ja gesagt. Stellen wir mal hier hin. Und wir sollten ein Sauerstoff irgendwas. Ein Sauerstoffextraktor sollten wir stellen. Können wir doch hier hinstellen. So. Na, das sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. So, und... Genau, die Dinger funktionieren halt nur mit Batterien. Ja, dann müssen wir ja aber noch einen Sonnenkollektor stellen, weil sonst dauert das ja zu lange, bis wir hier was entwickelt haben. So. Ah, eine Batterie haben wir schon. Gut. Man muss, glaube ich... Ah ja, mit F-Taste geht das auch. Man muss nicht immer Escape drücken. Schmutziges Wasser haben wir auch schon. Also Wasser für Wasser ist gesorgt. Ich denke mal, ich baue noch einen Sonnenkollektor. Kosten ja nur 5. Was kostet die Welt, ne? Ja, okay, gut. Hier könnte man eigentlich, rein theoretisch könnte man auch einen zweiten Wasserextraktor bauen. Dann geht das alles doch viel, viel schneller. Ja, da geht es nämlich schon gut los. Wir haben nämlich kein Eisen mehr, ne? Ne, alles weg. Gut, das heißt... Good. You've built the basic life support systems like water and oxygen. Now we need some food for you. Let's get to planting some seeds. They are for planting and only for planting. I hope you've eaten as much meat as you could before coming here. Because the only stuff you'll be eating here are vegetables. I don't know, are you vegetarian or not, but from now, you will need to become one, to survive here. Let's just hope you don't die from that. You can build farming pots from da the build menu. Irgendwas. Place them inside a room. Come okay. Back when you've built at least one farm. Ein Farming-Topf. Erstmal brauchen wir Wasser.
Okay, gut. Also wird Wasser jetzt erstmal wichtig. Das heißt, ich vermute mal, wir schmeißen das hier rein. Nee, da nicht. Da oben wahrscheinlich. Und hier, nee, Lager ist ja da unten, also Batterie, gut. Und nun einschalten. Ah ja, und dann arbeitet er, gut. So, wir sollen jetzt irgendwie einen Farmtopf bauen. Aber wir haben ja kein Eisen mehr. Das heißt, ich nehme mal hier... Ach, immer diese Escape-Taste, ne? Dann habe ich hier die Spitzhacke. Dann machen wir das anders. Die Spitzhacke auf die 1. Ach, schon wieder. Schon wieder! Warte mal, wir können aber was essen hier, ne? Es gibt hier verschiedene, nämlich. Es gibt einmal die Karotte. Den Salat. Ja, wie man sieht. Und den auch. Das heißt, das hier sind alles Seeds, das sind also alles Samen, das kann man essen. Weil da steht ja, das ist auf einmal Deutsch und das ist Englisch. Okay, aber hier steht noch Seed, also Samen dran. Die kann man wahrscheinlich nicht essen. Nee, kann man nicht, aber die hier. Gut, das heißt, wir können die Karotte schnatzen und die Rübe schnatzen. Oh, die gibt sogar Wasser und Trinken. Haben wir sogar noch was zu essen und zu trinken. So. Ah. Wie sieht denn der Wasserextraktor aus? Okay, wir haben Wasser, haben wir wieder. Das ging aber flott. Sauerstoffflaschen haben wir 2. Das sollte erstmal genügen. Ups. Mach mal Tür auf. Okay, die geht immer automatisch auf. Schmutziges Wasser. Batterien. Okay, da brauchen wir noch 35 Sekunden. Alles klar. Dann hacken wir mal hier kurz ein bisschen Steine. Ein schönes Echo. Nehmen wir den Stein hier auch noch mit. Das ist schon witzig. Was ich sagen. Also das Spiel hat Potenzial halt. Ne? Ist doch wirklich klassisches Craft and Build. Gut. Aber hat man noch nach Energie hier? Oh, da sind sogar 2 Batterien. Kann man die übereinander stapeln? Ja, kann man. So geht's nicht, aber so rum geht's. Na gut. Warum auch immer. So. 4 Batterien haben wir. Gehen wir mal hier weiter abbauen. Eisenstangen. Also es gibt noch einige Übersetzungsfehler. Das heißt Eisenstange, obwohl das eigentlich rohes Eisenerz ist. Hier schon wieder. Gut, jetzt müssen wir uns ein bisschen drum kümmern hier. Wir brauchen ja irgendwie so einen Topf. Ah, dafür brauchen wir Eisenstangen. Das heißt, können wir das hier gleich reinpacken? Okay, ja, das geht. Teilen. Teilen. Wir haben ja genug Batterien. So, nee, das muss ja hier unten rein wieder. Warum eigentlich geht das nicht hier hin? Ah, es scheint auch noch. Okay, er legt das Samen, aber egal, das ist nicht schlimm. Wir müssen ja auch noch einschalten. So. Batterie rein. Schmutziges Wasser rein. Einschalten. Ah, es verbraucht sich dann, okay. So, der läuft auch. Ah, da brauchen wir schmutziges Wasser. Okay, das heißt, wir müssen mal gucken, wie viel Wasser der schon hat hier. Ah, der hat 2-mal Wasser, das ist schon mal ganz gut. Dann produzieren wir einmal Wasser hier rein. Batterie da rein, einschalten. Haben wir nur eine Batterie noch über, Mann, das ging aber flott. Okay, hier schmeißen wir schmutziges Wasser auch noch rein und die Batterie kommt hier auch noch rein. Ist ja sicher, ist sicher. Mal gucken, wie viel
wir in dem Elektroofen schon hergestellt haben, 6, sollte eigentlich genügen, um einen Pflanzentopf, stellen wir den hier hin. So. Das ist ein Pflanzentopf, okay. Sauerstoff kritisch. Nachfüllung perfekt. So, dafür brauchen wir jetzt aber einen Karottensamen, denke ich mal. So, und nu? Summe? Was nu? Water added? Ah, okay, also Summe ist übersetzt mit Wasser wahrscheinlich. Ach, guck mal an. Das heißt, es funktioniert das Wachstum nur, wenn es Wasser gibt. Können wir doch hier voll machen. So. Damit wächst das gut. Ja, und unsere Wasserflasche ist schon wieder weg. Gut, aber wir haben ja 2 Wasserflaschen hergestellt. Das Schöne ist, dann können wir das hier ausschalten. Was denn nun schon wieder? Wasser. Okay, Wasser haben wir ja. Erstmal ein bisschen schlürfen. Haben wir ja aber alle Hände voll zu tun. Okay. Also so wie es aussieht, brauchen wir hier extrem viele Batterien. So, einmal schmutziges Wasser. Ja, das heißt, wir müssen ein paar Sonnenkollektoren noch stellen. Ah, der hat hier schon beispielsweise 2 produziert. Moment, da kommt gleich noch einer dazu. Ah, seht ihr, das war halt klug von mir. Da noch ein paar Batterien zu bauen. Schnell mal hier rein. Teilen wir das mal gleich in 2. Mal sehen. Aha. Okay, geht auch nicht viel schneller. Da haben wir noch eine Wasserflasche. Ich mache trotzdem mal hier eine Batterie rein. Und hier auch noch. Kann man die auffüllen? Ne, geht auch nicht. Okay, dann lassen wir die da drinne. Packen wir die auch noch rein hier. Und hier kommt noch Schmutzwasser rein. Wir brauchen ja eh noch ein bisschen. Wie viel kostet denn uns eigentlich jetzt hier so ein Wasserextraktor noch? 5 Eisenstangen. Dann stellen wir doch mal hier gleich nochmal einen Wasserextraktor her. Stellen wir hier an die Seite. Nicht schön, aber effektiv. Okay, der braucht jetzt noch ein bisschen. Der auch noch. So, und was kostet uns jetzt noch? 4 haben wir noch. Ja, das wird nicht reichen. Was kostet uns denn ein Solarpanel? 5. 5 Eisenstangen. Das heißt also, wenn wir 10 Eisenstangen haben, können wir 4 Solarpaneele bauen. Und da brauchen wir wirklich extrem viel von. Jetzt haben wir aber genug. Ja, also ich würde sagen, Solarpaneele sind halt ziemlich wichtig. Finde ich aber auch ein cooles Prinzip hier so, eher so ein Verbrauchsprinzip. Boah, mal 4 Solarpaneele. Die liefern ordentlich Energie. Haben wir hier 2x Wasser. Er ist noch nicht so weit, der braucht noch ein bisschen. Ah, die sind ein bisschen langsam. Hier müssten wir nochmal, glaube ich, noch einen Extraktor stellen. Der Ofen läuft ja noch. Ah, können wir noch einen Extraktor bauen. Erstmal die Grundversorgung sicherstellen. Noch einer. Stellen wir den hier hin. Dann sieht das ein bisschen gleichmäßig aus. So. Können die mal produzieren. Dann haben wir 3 und 4 von den Dingern. Gut, dann müssen wir erstmal jetzt so ein bisschen farmen gehen hier. Außerdem müssen wir Wasser schlürfen. So, Sauerstoff müssen wir auch nachfüllen. Essen. Ja, jetzt wird Essen wichtiger. Da ist eine Möhre gewachsen.
Ernte. Gucken wir doch mal nach. Okay, wir haben auf jeden Fall Karottensamen bekommen. Ist mal gut, dann erstmal rein damit. Oh, jetzt habe ich natürlich... Okay, Wasser war noch genug drin. Hier haben wir noch genug Wasser. Da können wir eigentlich rein theoretisch, könnten wir hier die Station noch auffüllen. Damit ist das Wasser ja leer. Ne, ist nicht leer. Karottensamen. Hier haben wir noch zwei Batterien, die stopfen wir hier gleich rein. Davon brauchen wir eine ganze Menge. Karottensamen packen wir mal hier hin. Übrigens, Salat haben wir auch noch. Ein bisschen managen des Investars ist auch noch wichtig hier. So, Sauerstoff. Der arbeitet hier gerade noch an der Sauerstoffflasche. Können wir hier noch eine zweite einbauen? Ja, können sogar zwei Wasserflaschen einbauen. Ah, gehen wir mal ein bisschen Erze hier abbauen. Und wer jetzt denkt, dass das Ende ist von dem Ganzen, ist es leider nicht. Weil jetzt geht's erst richtig los. Ordentlich erstmal hier alles abbauen. Hier ist noch ein Stein. Nehmen wir auch noch mit. Ja, Arbeit macht durstig. Kann man das ordnen? Nee, geht nicht. Oh, sogar zweimal Wasser hatte der. Müssen wir mal hier gleich da zweimal Wasser rein. Wir füllen das am besten gleich alles auf hier. So, na, da läuft das doch gleich, der Ofen. Batterien 2. 4. Ah, läuft doch wie ein Länderspiel hier. Ah, bis zu 5-mal kann man sie stapeln. Ja, ich glaube, das reicht erstmal. Kriegen wir gar nicht mehr rein. Okay, da haben wir auch zweimal Wasser. Komm, hier stopfen wir noch drei Batterien rein. Hier teilen wir mal auch. Ah, Moment, hier, seht ihr das? Wenn ich das jetzt hier hinpacke, so, macht er nicht. Gut, und hier machen wir mal, der Ofen läuft noch. Ja, packen wir hier auch noch drei Batterien rein. So. Da haben wir noch genug. Wasser benutzen. Wasserflasche rein. Sauerstoffflasche einschalten. Hier schalten wir auch ein. Kann das ein bisschen arbeiten. Ja. So. Und... 31 Eisenstangen, da brauchen wir bestimmt noch mehr. Ui, wie viel kann er denn eigentlich? 21? 42, nee, das geht. Ja, mit dem Stapeln gibt es noch ein paar Probleme. Hier, wie sieht es denn hier aus? Die Möhre. Ernte. Karotte. Ja, dann lassen wir doch mal, gibt es halt nur Karotten. Ja, füllt sogar ein bisschen auch auf hier. Natürlich super lecker, den ganzen Tag nur Karotten zu essen. Aber hey, wir sind ja auch auf dem Mond.
Also die Batterien kann man auf jeden Fall stapeln. Warum man den Rest nicht stapeln kann, weiß ich nicht. Geht auch. Packen wir das mal hier rein. So. Ah ja, weil es 5 sind. Alles klar. Ja, stapelt sich ja immer auf 5 hoch. Also Energie haben wir genug. Wasser eigentlich auch. Das heißt, wir können jetzt erstmal noch hier ein bisschen Erze farmen und uns dann an die neue Basis wagen. Ja, und da braucht man natürlich eine Menge, ne? Das kostet einiges an Material. Das liegt ja hier nicht umsonst rum. So. Stecken wir mal alles wieder rein. Ich meine, so eine Mondbasis, muss man ja schon sagen. So eine alte, die sieht jetzt nicht gerade sehr komfortabel aus. Na, das muss man ja auch sagen. So, wartet mal. Wir schieben hier noch eine Batterie rein. Und hier teilen wir mal das Ganze. 40-40. Das Problem ist halt eben, das muss man ausschalten wahrscheinlich. Nö. Mag er nicht. So, 2. Gut. Das heißt, wenn wir jetzt ins Lager hier, sagen wir mal, diese 40 reinlegen, geht das auch? Und das hier zusammenpackt, sind das 72. Okay. Wenn man das da so reinschiebt. Ja, funktioniert. Gut. Dann können wir das ja wieder anmachen. Und dann soll es hier weiter produzieren. 5 Batterien haben wir noch. Der ist schon wieder fertig. Gut, im Lager hat er noch. Machen wir mal. Hier machen wir auch noch rein. 3 Batterien. Ja, hier hat er auch 3 Batterien. Dann passt das ja. Fehlt nur halt Wasser und 3 Sauerstoffflaschen. Also wir sollten nicht verhungern und auch nicht verdursten. Ich denke mal, da haben wir erstmal gute Chancen zu überleben. So, der Rest produziert. Nochmal Karotten. Ich glaube aber, einseitige Ernährung ist auch nicht so gut. Füllen wir mal alles auf. Okay. Ja, doch, jetzt will er. Eben gerade wollte er nicht. Ich muss mal. Ah ja, okay. So, Summe. Okay, läuft jetzt. Das ist gut. Karottensamen haben wir mittlerweile auch eine Menge. Ja, ein bisschen Essen, Trinken können wir ja mitnehmen. Das packen wir mal hier nach unten. So. 2 von 4 Wasser. Produziert er auch noch. Mal sehen, was wir denn jetzt schon alles bauen können. Dann nehmen wir einmal hier das Wasser mit. Machen wir es so, ein bisschen voller. Haben wir denn alles mit? Sauerstoff, Wasser, okay. Ja, das heißt, wir können mal uns hier irgendwo eine neue Stelle suchen. Eine relativ flache Stelle. Also die hier vorne war schon flach, aber das wäre ja dann in der Nähe der Mondbasis. Hier in so einem Krater wäre ganz gut, da unten. Da sieht's gut aus. Uiuiuiuiui. Hier unten, genau. Hier passt das. Obwohl, so schön sieht das hier auch nicht aus.
Aber ich glaube, hier ist okay. So. Fangen wir mal an, hier zu bauen. So, mitten rein. Mitten im Krater. Passt doch. Bisschen hügelig, aber egal. So, hier unten. Ein Metallfundament. Und das kann man jetzt hier dementsprechend... Hier kann es nicht platziert werden. Okay. Kann man das dann auch wieder abreißen? Nee, kann man nicht. Versuchen wir es mal auf die andere Seite. Mal sehen. Vielleicht können wir das ja dann bauen. Oh. Okay, hier geht's nicht. Vielleicht nach hinten raus, dass man wenigstens hier... Ja, hier geht's auch nicht. Warum geht's denn da nicht? Ach, weil es in der Luft hängt. Deshalb. Wie viel haben wir jetzt verbraucht? Wow. Okay, gut. Dann bauen wir erstmal eine Tür. Was ist denn das? Eine Metallwand? Was ist denn der Unterschied zwischen Metallwand 1 und 2? Metallwand mit Fenster, ja, das ist gut. Ah, das ist eine einfache Metallwand. Ah, die ist so ein bisschen gebogen. Aber dann hätten wir ja ein Loch drinne. Türrahmen. Ja, Türrahmen haben wir. Denke mal, mit Fenster ist ganz gut, ne? So. Wir wollen ja ein bisschen Aussicht haben. Ah, fehlt Material. Hm. Ja, ist natürlich schlecht. Ich frage mich nur, wie ich diese Wand hier jetzt zumachen soll. Okay, also hier sind Fenster drin. Ja, hier sind Fenster drin, Freunde. Hier, schaut euch das an. Das heißt, wieder zurück. Aber einen Schluck trinken. Aber jetzt müssen wir wieder zur Basis, weil wir hier keinen Ofen haben. Können wir denn eigentlich einen Ofen stellen? Was haben wir denn hier? Landwirtschaft? Wasserfilteranlage? Wasserextraktor? Nee. Das heißt, wir müssen immer zur alten Basis zurück, um dort halt neues Eisen zu produzieren. Habt ihr ja gesehen, das reicht ja mal überhaupt nicht. Das waren 90 Eisenstangen. Das war mal so... Oi, 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 oi. Mal ausschalten hier, Moment. Wo ist denn eigentlich die Basis? Ja, das ist das nächste Problem. Wo ist die Basis? Okay, wir sind, glaube ich, hier irgendwo... Da hinten ist sie ja, okay. Weil sie ist nämlich nicht mehr markiert. Ei, 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 ei. Aber man kann sogar rauszoomen, das ist auch schön. Das heißt ja erstmal hier gleich wieder Steine klopfen. Ich weiß ja nicht, wie viel wir davon brauchen, aber ich denke mal eine Menge.
wenn man 90 Eisenstangen mal gerade mal für das Grundgerüst gereicht hat. Da müsste man noch ein bisschen balancen. Ah, schaut mal, da unten gibt's noch mehr. Schade, dass es noch keinen Skillbaum gibt, aber man darf nicht vergessen halt, ne? Es ist noch wirklich eine frühe Alpha- bzw. Tech-Version. Und dafür, was bis jetzt hier abgeliefert wird, finde ich mal nicht so schlecht. Bis jetzt noch keinen Bug gehabt. Na gut, doch. Aber es sind so kleine Bugs, die jetzt nicht so weltbewegend sind halt. Okay, das ich sehe gerade, Energie ist aus. Teilen. Aha, okay, also 100, 100. Mehr geht da nicht rein. Das heißt, wir müssen mal kurz zu den Solarpanelen, die ganzen Batterien. Wow, 5 Batterien. 5 Batterien. Jetzt muss ich das irgendwie so lagern. 5 Batterien, das reicht ja für alle 3 Geräte da drin, ne? So. Einschalten. Ja, Wasser haben wir genügend, aber wir können ja noch Batterien reinschieben. Wozu brauchen wir sie ja sonst? Hier sind auch nochmal 3 Batterien drin. Gut, dann packen wir die mal hier rein. So als Zwischenlager. Schade, dass wir nur einen einzelnen Ofen bauen können, beziehungsweise gar keinen Ofen bauen können, sondern wir müssen mit dem auskommen, ne, was wir da haben halt, ne? So, das heißt, hier können wir die noch reinschieben. Nein, jetzt habe ich es fallen lassen. Trinken wir hier auch noch ein bisschen was. Sauerstoff nachfüllen. Wir wollen ja nicht ersticken. Na gut, da brauchen wir schmutziges Wasser noch. Während da jetzt unsere Eisenstangen produzieren. Boah. Ja, schmutziges Wasser haben wir zu Genüge. Was ich mich gerade frage ist, wenn wir also die neue Basis da hinten errichten und wir da keinen Ofen bauen können, dann ist das so ein bisschen schlecht. So, einschalten, einschalten. Da müssen wir mal hier alles ordnen. So, produziert auch. Alles am Produzieren hier. Wunderbar, es läuft. Hier ist noch eine Möhre. Ernte. Druff. Und hier machen wir noch Summe. Kann er noch ein bisschen wachsen. Speichern wir mal. Ja, mit der Speicherfunktion, das ist auch so eine Sache. Jedes Mal, wenn ich hier dann laden will, geht das natürlich nicht. Funktioniert irgendwie nicht. So. Ich denke mal, das reicht erstmal. Wir lassen das da erstmal drin. So, 28 Eisenstangen. So, bei 62. Da ist immerhin schon was. Hier ist noch ein Karottensamen. Den packen wir mal hier rein. Schade, dass man das nicht beschleunigen kann. Aber wir können ja erstmal hinfahren und können ja erstmal weiterbauen. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, das ist irgendwie ein Scheinwerfer.
jetzt müsste ich mal wissen, wo ich jetzt die zweite Basis habe. Gibt es sowas wie eine Karte hier? Nee, M ist Menü. Ach, guck mal an. C ist die Cockpit-Ansicht. Wie geil ist das denn? Die habe ich gesucht. Da ist unsere neue Basis. Ui, 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 ui. Schade, dass man da bestimmte nicht weiterbauen kann, weil das so ein bisschen uneben ist. Aber so muss das erstmal reichen. Gut. Also wir produzieren mal hier. Metallwand mit Fenster wollten wir ja weitermachen. Hier. So. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn wir das hier vorne bauen, was passiert denn dann? Ja, und was ist das hier in der Mitte? Was ist, ist da jetzt ein Loch drin oder was? Ja, das geht doch gar nicht. Und ich brauche mal eine Treppe oder sowas. Ah. Treppe kann man noch nicht produzieren. Okay, eine Tür. So, halten für das Baumenü, drücken zum Platzieren. Und wie kann man das Ganze abreißen? Q drücken zum Senken. Geht bestimmt irgendwie. Halten für das Baumenü. Drücken zum Platzieren. Ja, irgendwie geht das nicht. Kann man hier die Tür aufmachen? Aha, Tür geht auf, jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall eine Wand. Das ist mit Fenster, das ist ohne Fenster. Vielleicht kann man ja, wenn man da rangeht, irgendwie... Nee, das geht auch nicht. Muss, glaube ich, erstmal was trinken. Also seht ihr, ich habe kein Wasser mitgenommen. Und hier haben wir ein riesen Loch. Ah doch, guck mal, das geht. Doch, man kann es so wieder abbauen. Na, das dauert aber. Kriegen wir da wenigstens unsere Sachen zurück. Ja, das ist aber natürlich ein bisschen blöd mit der Tür hier und dem... Vielleicht gibt es ja da noch eine Ecke oder sowas. Was sind das? Dach 1, Dach 2, Metalltürrahmen. Ja, das ist der Metalltürrahmen. Okay, das ist die Tür. Metallwand 1, 2. Also, da müssen die Entwickler sich, glaube ich, noch ein bisschen ransetzen. Denn sonst funktioniert das nicht hier, ne? Sonst haben wir hier ein Riesenloch in der Wand. Außer die Ecke schließt sich auf magische Weise, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Mal gucken, was passiert, wenn wir das jetzt abbauen. Okay, da liegt... Oh. Kaputt. Mit F-Taste rangehen geht auch nicht. Das ist natürlich schade. Ja, das kriegt man auch nicht zurück. Nee, geht nicht. So, was mich wundert, ist halt eben der Türrahmen. Ich will mal gucken, ob es da noch irgendwie einen Türrahmen gibt. Einen anderen Türrahmen, nee. Ja, das passt ja mal hinten und vorne nicht. Da hat man ja dann... Außer... Mal gucken, was passiert. Eine Metallwand. Ja, habe ich mir gedacht. Oder? Ah, da fehlt schon wieder einiges.
Okay, also. Das sind so diese Bauteile, die es momentan im Spiel gibt. Aber man darf nicht vergessen halt, Leute. Ne? Ich sag's jetzt zum dritten Mal. Es ist eine frühe Tech-Alpha-Version und als Demo verfügbar. Ja, ich weiß, ich muss zurück. Ist aber schon ein cooles Spiel, muss ich sagen. Also wenn die Entwickler noch weiter ausbauen, dann kann ich auf jeden Fall sagen, dass es... Oh, das wird knapp. Da komme ich gar nicht mehr hin. Kein Wasser mitgenommen. Oh nein, jetzt ist das Spiel bestimmt zu Ende für mich. Schaffe ich es noch? Ja, ist kritisch, ich weiß. Da ist die Basis. Lebensrettende Basis. Oh. Das wird knapp. Das wird richtig knapp. Oh, da fährt weiter. Schnell rein. Nicht, dass ich jetzt... Schnell. Ah, Glück gehabt. Knapp. Okay. Soweit, so gut, Freunde. Das war Moon Farming. Wenn es euch gefallen hat, ne, ihr wisst ja, unter dem Video, in der Videobeschreibung gibt es dann einen Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ne, dann haut da mal einen Daumen nach oben und schreibt doch mal, was ihr von dem Spiel haltet. Ich find's auf jeden Fall super interessant. Muss nur ein bisschen mehr ausgebaut werden. Und dann hätten wir hier schon ein cooles Craft and Build Survival Game auf dem Mond. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Gameplay angespielt oder in der nächsten Guide oder im nächsten Stream. Tschüss, macht's gut. Tschüss.